Den Laien, was passiert da? Sagt Corinna. Wir suchen uns einen leerstehenden Raum in einer Stadt und das kann wechseln. Also wir haben das jetzt in verschiedenen Städten gemacht und dann kriegen wir den zur Verfügung gestellt im besten Fall vom Eigentümer oder vom Makler oder von wer den halt so verwaltet und wir gehen dann mit einer Gruppe in den Raum rein und entwickeln eine Thematik und lassen uns vom Raum selber inspirieren und dann entsteht eine gesamte Rauminszenierung, Rauminstallation, wo dann eben verschiedene Medien zusammenkommen und verschiedene Leute ihre Arbeit einbringen. Also sucht ihr auch außergewöhnliche Locations, um dann besonders inspiriert zu werden oder? Ja, aber wir werden auch leicht von gewöhnlichen Locations inspiriert. Da gibt es halt immer Details, die man aufgreifen kann. Leerstehende Räume. Also es sind keine normalen Shops, die man mietet oder Galerien, in die man normalerweise reingeht, sondern es sind ja Läden, die man findet oder die uns finden. Also es sind schon Shops, es sind schon Läden oder sind es einfach... Nee, es wird zu Läden. Also wir waren auch mal in einer alten Fabrik. Es geht halt sehr um Design eigentlich, wir sind doch alles Designer. Aber wenn man dann diese Zusammenarbeit und Prozess anschaut, dann kann man irgendwie schon von Kunst sprechen. Aber es ist halt nicht so eine Kunst für den Kunstmarkt. Ja. Also. Man kann die Sachen aber schon als toll bezeichnen. Toll ist der richtige Ausdruck. Also wie kann man euch auch als Label bezeichnen, Pop-Up-Shop? Das Label ist Frifri. Pop-Up-Shop ist der Event und wir haben ein Label gegründet, das heißt Frifri. Und Pop-Up-Shop ist jetzt sozusagen eine Reihe? Ja, könnte man als Reihe bezeichnen. Also es gab schon mehrere, es wird auch noch mehrere geben. Und was macht ihr in Luxemburg im Rahmen der Kulturhauptstadt 2007? Naja, in Hollerich gibt es das, wie heißt das, LX5 Homebase, Paul-Würth-Halle, Areal-Exposition, gut informiert. Da werden wir vom 23. bis zum 26. einen Pop-Up-Shop haben. Und offenes Atelier ist, glaube ich, am 25. bis 25. Vom 23. bis zum 25. Das Thema ist Linie. Und jetzt fügen sich gerade so die Leute zusammen, die das Thema bearbeiten werden. Also das heißt, die Künstler haben auch vorher, gut, sie haben vielleicht das Stichwort, aber das ist dann wirklich komplett im Raum, trifft man sich und man lässt sich inspirieren und ja. Genau, es wird auf den Raum hingearbeitet. Und Innenraum eventuell auch gewohnt. Wir schlafen da, wir arbeiten das Konzept aus und es gibt ein Gesamtkonzept. Also es stehen auch keine Namen unter den einzelnen Sachen, sondern es ist von der Gruppe. Es gibt noch unsere Internetseiten. Das ist www.popupshop.tk und www.augenwald.org. Alles klar. Und es entsteht die Domain Frifri International. Also frifri-international.com. Das ist unser Label, das ist halt aus den Pop-Up-Shops entstanden und es gibt halt immer wieder Ideen, die auch auf den Kontext zurückgreifen, aber jetzt nochmal sich unterscheiden von den Sachen, die im Pop-Up-Shop entstehen und die bündeln wir dann in dem, dem Label Frifri. Also Label hört sich dann auch etwas längerfristiger an, also werdet ihr dann wahrscheinlich auch weiter in dem Zusammenhang, in dem Ensemble weiterarbeiten oder... Wie sehen eure Pläne für die Zukunft aus? Aber die Pop-Up-Shops sind auch längerfristiger angelegt. Ja.